Hallo von meiner Seite. Wie der Gabor schon gesagt hat, mein Thema Optimierung durch schrittweise Planung, also die Planungslogik. Und ja, wie wir das Ganze uns heute anschauen, ist mit einem Beispiel. Das heißt, Beispiel Daten schauen wir uns an. Dann machen wir das Ganze über die Standardplanung, schauen, warum kriegen wir kein optimales, kein gutes Ergebnis. Und ja, zu guter Letzt versuchen wir das Ganze dann auch ja, zu optimieren, zu verbessern. Das heißt, wir schauen, wie können wir die Lackiererei optimieren, die Säge und auch die Durchlauf- und Wartezeit reduzieren. Genau, wenn wir jetzt das Ganze im Beispiel anschauen. Wir haben drei Artikel, Artikel A, B und C. Die haben alle dieselben Prozesse. Lackieren, schneiden und die Kontrolle. Und genau, alle drei haben dieselben Prozesse. Es gibt dazwischen immer ein wenig Wartezeit. Die interessiert uns jetzt aber nicht so unbedingt. Genauso wie bei der Kontrolle haben wir zwei Prüfplätze. Sie wissen das ja, wenn Asprova die Möglichkeit hat, aus mehreren Ressourcen auszuwählen, läuft vor der Zuweisung eine Ressourcenbewertung, um zu sagen, in dem Fall nehme ich jetzt diese Ressource oder diese Vorrichtung und in dem anderen Fall nehme ich vielleicht eine andere. Also das ist hier natürlich auch nochmal ein Riesenthema. Das schauen wir uns jetzt hier heute nicht so wirklich an. Es geht mehr um die eigentliche Sequenz, wie wir die Sequenz optimieren können bzw. verbessern können. Und ein wichtiger Punkt für unsere Sequenz ist die Farbe. Das heißt, die Artikel haben eine Farbe bzw. die Farbe wird auftragsabhängig sein. Und wir haben hier die Farbe Weiß mit dem Code 0. Wir haben die Farbe Schwarz mit dem Code 255 und dazwischen haben wir verschiedene Grautöne. Es sind einfach nur Grautöne, um das Ganze visuell etwas einfacher darzustellen. Genau, funktioniert natürlich auch mit anderen Farben. Und man sieht, die Sequenz ist hier nochmal extra aufgelistet. Dies wird einfach nur später für die Einlastungsregel verwendet, da der Spezifikationscode ein Text ist. Ich möchte das allerdings nach der Zahl sortieren. Genau, das hatte ich schon gesagt. Artikel A kann weiß sein, Artikel A kann aber auch schwarz sein. Also ist das Ganze nicht artikelabhängig, sondern am Auftrag hängt die Farbe. Und dadurch haben wir natürlich in der Standardplanung ein Problem, weil wenn wir die Rüsttabellen anschauen, habe ich in der Lackiererei das Rüsten basierend auf der Farbe. Jedes Mal, wenn ich zu einer helleren Farbe wechsle, muss ich rüsten 4 Stunden. Wenn ich aber bei der Säge bin, interessiert die Farbe jetzt erstmal nicht. Und es muss gewechselt werden, wenn der Artikel sich ändert. Das heißt, wir haben in den zwei Prozessen zwei unterschiedliche Regeln. Das heißt, für die Lackiererei, um das Rüsten zu optimieren, müsste ich auf die Farbe gehen. Um bei der Säge das Rüsten zu optimieren, muss ich auf den Artikel gehen. Und das schauen wir uns jetzt mal mit der Standardplanung an. Wir schauen uns das Planungsergebnis an und sehen dann auch, ja, es kann in einem Schritt, das ist die Standardplanung, also es kommt nur ein Schritt, beziehungsweise, wenn wir hier schauen, hat natürlich die Standardplanung hat Unterschritte, aber es gibt nur eine Einstellung für die Logik. Es gibt immer nur eine Zuweisung pro Vorgang bzw. pro Auftrag. Genau, das hatte ich schon gesagt. Also hier kann ich dann natürlich in dem Parameter die Einstellung machen, die Ressourcenbewertung, die ich eben angesprochen hatte, vorwärts, rückwärts, und die Einlastungsregel. Die Einlastungsregel ist die Sequenz, in der Asprova die Vorgänge bzw. Aufträge einplant. Und diese Einlastungsregel, die wird vor der Zuweisung sortiert. Das heißt, ich kann nicht während der Zuweisung sagen, ja, okay, ich ändere jetzt mal schnell die Sequenz, die wäre doch jetzt viel besser. Nein, die wird
bevor die Planung, beziehungsweise natürlich, wenn die Planung ausgeführt wird, vor der Zuweisung wird die Einlastungsregel ausgewertet und alle Vorgänge werden in einer Reihenfolge sortiert und dann wird nacheinander zugewiesen. Es gibt Fälle, da sagt dann das Prova, okay, den kann ich jetzt noch nicht zuweisen, wenn es der Vorgänger zum Beispiel nicht zugewiesen ist bei der Vorwärtsplanung. Genau, und in der Standardplanung haben wir den ersten Schlüssel Priorität. Den beachten wir heute nicht, da alle Aufträge die Priorität 80 haben, aber danach die Auftragsfälligkeit. Das heißt, das ist unser wichtigster Schlüssel. Die Aufträge werden nach Fälligkeitstermin zugewiesen. Genau, die Ressourcenbewertung, hier die Gewichtung, die ich setzen könnte. Hier habe ich natürlich die Möglichkeit, für jede Ressource eine andere Gewichtung zu machen. Aber wie gesagt, heute jetzt nicht das Thema. Genau, schauen wir uns das Planungsergebnis von unserem Beispiel mit der Standardplanung an. Und wir sehen erstmal, wir haben keinen roten Text. Das heißt, wir haben erstmal keine verspäteten Aufträge. Das ist ja erstmal so weit, so gut. Wenn wir natürlich jetzt ein bisschen genauer schauen und sehen in der Lackiererei, man sieht das jetzt an den Farben, die von hell nach dunkel, dann wieder hell, dann mal wieder dunkel, dann mal wieder hell. Also wir haben eigentlich jeden Tag einen Rüstvorgang. Bei der Säge ist es eigentlich genauso, der Artikel wechselt fast immer. Das heißt, wir gehen von A zu B, zu C, A, C. Also es gibt hier und da mal Fälle, wo wir einen Artikel mehrmals hintereinander machen, beziehungsweise hier derzeit ist zweimal das Höchste. Ist natürlich jetzt auch erstmal so nicht optimal. Und genau, die Wartezeit, die Säge ist langsamer als der Lackierprozess und am Anfang ist das natürlich noch okay, aber umso weiter die Planung geht, wir sehen es rechts, kann natürlich die Wartezeit schon groß werden. Und genau, das Problem, was wir haben, ist natürlich die Einlastungsregel, die wird vorher sortiert und wenn ich meinen Fälligkeitstermin als ersten Schlüssel habe und danach nehme ich die Farbe als nächsten Schlüssel, interessiert natürlich die Farbe dann nur noch, wenn ich mehrere Aufträge mit demselben Fälligkeitstermin habe. Das muss ich natürlich ein bisschen Glück haben, dass ich da eine ordentliche Sequenz hinbekomme. Wenn ich allerdings sage, die Farbe ist mein erster Schlüssel und danach erst der Liefertermin, habe ich natürlich das nächste Problem. Da ist zwar dann in der Lackierung komplett von hell nach dunkel einmal durchgeplant, aber der Fälligkeitstermin wird überhaupt nicht beachtet. Deswegen werden wir mit der schrittweisen Planung, wir haben einfach mehrere Parameter, die das Ganze zuweisen. Wir werden dann am Ende sehen, der Lackierprozess wird insgesamt dreimal zugewiesen, um eine gute Sequenz herauszubekommen. Genau, einfach nochmal die Planbewertung der Standardplanung. Wir haben gesehen, Liefertreue ist 100%. Allerdings die Durchlaufzeit, Wartezeit und natürlich gerade das Rüsten, Rüstzeit lackieren, schauen, 5 Tage, fast ein Viertel der Produktion geht nur für das Rüsten. Das wollen wir natürlich verbessern. Genau, das hatte ich jetzt einfach schon mal ein bisschen erwähnt. Es gibt nur eine Einlastungsregel, die wird vorher ausgewertet und natürlich verschiedene Regeln hier nach Farbe, da nach Artikel. Aber trotzdem Liefertreue ist natürlich in einem Schritt fast unmöglich, beziehungsweise Fälle, wo das natürlich unmöglich ist. Genau, einen Planungsparameter, den eigenen Planungsparameter zu erstellen, der braucht natürlich eine Struktur. Und hier ist ein kleines Beispiel, gehe ich einfach nur mal kurz drauf ein. Das heißt, hier habe ich den Planungsparameter Planungslogik Version 1. Danach habe ich Vorbereitung, Grundplanung, Optimierung, Planbewertung. Das heißt, das Ganze ist einfach innerhalb verschiedenen Kategorien eingeteilt. Dadurch habe ich natürlich später einen besseren Überblick und ich habe natürlich auch die Vorbereitung, wo ich zum Beispiel die Vorgänge erstelle, wo ich vielleicht irgendwelche Datenmanipulationen mache, aber dann die Grundplanung,
wo ich einen ersten Planungslauf durchführe, habe dann einen Optimierungsparameter, wo ich vielleicht auf Prozessebene oder Bereichsebene verschiedene Sachen optimiere und dann am Ende die Planbewertung. Ich hätte natürlich genauso gut alles unter die Planungslogik hauen können, ohne nochmal extra Stufen wie zum Beispiel Optimierung, Lackiererei, Optimierungssäge haben zu können. Aber ja, im Nachhinein, wenn doch mal was angepasst werden sollte, ist das Ganze natürlich strukturiert ein wenig besser. Und genauso gut ist es dann natürlich die Nachrichtentabelle, der Output nach der Planung, kann ich sehen, welcher Parameter dauert denn wie lange und in welchem Parameter habe ich vielleicht Fehler oder Warnungen. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer den Parameter an, aber was ich da natürlich jetzt habe, dadurch, dass ich mehrere Einlastungsparameter, Zuweisungsparameter habe, kann ich mehrere Einlastungsregeln erstellen. Ich kann bei der Optimierung auf die Grundplanung zurückgreifen. Das heißt, ich weiß, wie die Grundplanung die Kapazität belegt hat und kann darauf dann meine Optimierung, meine bessere Sequenz durchführen. Genau, schauen wir uns die Lackiererei an. Und genau, hier sehen wir das Ganze. Wir haben die Grundplanung mit einer Einlastungsregel. Das ist ähnliche Einlastungsregel oder die gleiche sogar wie die Standardplanung. Das heißt, wir planen erstmal nach Fälligkeitstermin ein. Dann gehen wir zu der Lackierung und greifen auf die Grundplanung zu in dem zweiten Schritt und versuchen die Sequenz zu verbessern. Und dasselbe werden wir dann später auch bei der Säge machen. Die Kontrolle, die akzeptieren wir so, wie sie ausgespuckt wird später. Wir können uns das Ganze dann nochmal anschauen. Da gibt es natürlich dann auch nochmal, ja, je nachdem, wie die Regel sein sollte, andere Planungsergebnisse. Das Prober ist regelbasiert, das heißt, die Regel muss definiert werden. Wie soll sich Asprova verhalten? Wie soll Asprova das Ganze zuweisen? Genau, wenn wir bei dem Lackieren die Einlastungsregel uns anschauen, ist die Farbsequenz. Die Farbsequenz ist als zweiter Schlüssel, wie vorhin schon gesagt. Wenn ich die Farbsequenz als ersten Schlüssel nehme, kriege ich zwar eine schöne Sequenz hin, ohne einmal zu rüsten, aber wenn ihr natürlich 6 Wochen Produktion habt, einmal von hell nach dunkel, dann bleibt natürlich der Liefertermin auf der Strecke. Und deswegen ist die Farbsequenz der zweite Schlüssel in dem Beispiel. Und der erste Schlüssel ist die Startzeit gerundet auf 3 Tage. Das heißt, die Startzeit von der Grundplanung. Dazu gibt es eine Formel, die hier angelegt wurde. Das heißt, ich erstelle Gruppen. Ich sehe gerade hier, das zweite sollte natürlich Gruppe 2 heißen. Das heißt, nach der Grundplanung schaue ich das Ergebnis an, bilde Gruppe 1 vom 7. bis 9. Februar, Gruppe 2 vom 10. bis 12. Februar und so weiter. Das ist jetzt eine Regel, die ich hier definiert habe. Man kann natürlich schnell, wenn man das recht sieht, wenn ich aus den 3D 2D mache oder 4D, ändert sich der Horizont. Es können natürlich auch andere Regeln definiert werden. Bitte starte die Gruppierung neu, wenn das zweite Mal schwarz gefunden wurde. Also das ist, die Regel muss definiert werden. Dann können wir die in die Einlastungsregel reinbringen. Und genau, dann wird das Ganze damit zugewiesen. Wenn wir uns das Ergebnis nochmal anschauen nach der Grundplanung, dasselbe Ergebnis wie die Standardplanung. Sehen wir viel Rüsten und dann erstellen wir unsere Gruppen, die jetzt farblich dargestellt sind. Das heißt, die Gruppen, die Reihenfolge der Gruppen bleibt gleich, aber innerhalb der Gruppe wird neu sortiert. Das heißt, wenn wir den Parameter ausführen, sehen wir dann diese Sequenz. Wir gehen von hell nach dunkel, haben ein Rüsten, von hell nach dunkel, haben wieder ein Rüsten und so weiter. Wie schon gesagt, wie das Ganze eingestellt werden sollte, das ist, muss definiert werden, da es eine Regel dazu geben muss. Und hier hatte ich die 3 Tage ausgewählt. Es sind natürlich jetzt keine 3 Tage, bis das Rüsten stattfindet, da wir das Rüsten ja
minimiert haben, werden aus den 3 Tagen dann 2 oder 2,5 Tage Produktion. Genau, und durch diese kleine Anpassung, die wir gemacht haben, sehen wir, haben wir das Rüsten von 5 Tagen von 22% auf 1,17 Tage 6% reduziert. Und das war jetzt nur möglich, weil wir durch die Grundplanung wussten, wie ist die Kapazität belegt, wie können wir das Ganze verbessern. Da ich natürlich, wie schon erwähnt, vor der eigentlichen Planung auch keine Informationen habe, meine ganzen Aufträge, meine 100 Aufträge, wie werden die überhaupt die Kapazität auslasten? Genau, das habe ich eben erwähnt. Das Ganze versuchen wir jetzt auch nochmal mit der Säge. Hier, wie schon gesagt, die Farbe ist uns jetzt erstmal egal bei der Säge. Wenn der Artikel wechselt, muss gerüstet werden. Wenn wir uns jetzt das Ergebnis aus der vorherigen Planung anschauen, sehen wir, ja, ist ja schon ganz gut. Hier und da werden dreimal hintereinander C, dann mehrmals hintereinander B und so weiter gemacht. Aber hier und da gibt es Fälle, die wir hier eingekreist sehen, wo dann von C mal auf B wechselt, nur um danach wieder auf C zu gehen oder zweimal A, dann kommt C, damit dann wieder zweimal A kommt. Und das wollen wir nicht. Das Ganze wollen wir optimieren. Und wir machen jetzt wieder eine Gruppierung. Diesmal gehen wir allerdings nicht auf die vorherige Startzeit der Säge, sondern wir beziehen uns auf die Lackiererei. Das heißt, die Lackiererei schaut auf die Grundplanung, dann wird die optimiert und die Säge schaut auf das Ergebnis aus dem Lackierprozess. Danach sagen wir, okay, wir möchten 2 Tage gruppieren. Und da drin möchten wir gerne die Sequenz haben nach Artikelcode, also A, B, C und zu guter Letzt der Artikel, der zuerst benötigt wird oder der zuerst beginnen darf, wird eingeplant. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, sehen wir jetzt wieder die Gruppierung, diesmal auf Sägeebene und wir sehen, die Gruppen sind noch nicht nacheinander zugewiesen. Das Bild ist jetzt nach dem Lackierprozess, wenn der zugewiesen wird. Wir sehen, wir haben Vorgänge, die sind blau dargestellt. Das heißt, die starten eigentlich viel zu früh. Wir haben mit Sicherheit auch Vorgänge, die starten zu spät. Das heißt, wir können die Säge derzeit nicht betrachten, weil der Lackierprozess ja nicht mehr auf der Grundplanung basiert. Deswegen haben wir die Gruppen basierend auf dem Lackierprozess erstellt. Das heißt, 2 Tage, 2 Tage, 2 Tage. Und wenn wir den Planungsparameter ausführen, werden die Gruppen nacheinander geplant und in den Gruppen von A, B, C die Sequenz. Das Ganze sieht dann so aus, Gruppen hintereinander und farblich dargestellt sieht das Ganze dann so aus. Und wir sehen, das Ganze ist jetzt besser geworden. Hier und da passt das immer noch nicht. Das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, wir geben die Sequenz vor, A, B, C. Das ist natürlich nicht immer optimal. Wir sehen es hier auch schon zum Beginn. Wir haben hier eine kleine Lücke, obwohl die Sägeprozess eigentlich der Engpass ist in dem Beispiel. Das heißt, unsere Sequenz ist hier nicht optimal. Wenn wir die Lackierung betrachten, sehen wir, dort wird A, C, B. Das heißt, für die erste Gruppe wäre natürlich die bessere Sequenz ein A, C, B. Wir können jetzt aber nicht hingehen und sagen, ja, wir machen immer die Sequenz A, C, B. Die wäre natürlich jetzt die beste für die erste Gruppe. Für die zweite Gruppe kann das Ganze natürlich dann schon wieder anders aussehen. Und dazu, was wir machen, ist, wir verwenden einen Eigenschaftenändern, um einen Wert wegzuspeichern. Der Wert ist der früheste Artikelbedarf. Das heißt, in einer Gruppe schaue ich, wann wird das erste Mal A benötigt, wann wird das erste Mal B benötigt, wann wird das erste Mal C benötigt. Das könnte ich jetzt auch schon in der Einlastungsregel die Formel hinterlegen, aber manchmal möchte man Werte wegspeichern, die kann man dann vor der eigentlichen Planung nochmal betrachten, ob die Werte denn korrekt sind.
aber auch nach der Planung kann ich mir das Ganze nochmal anschauen. Und dadurch, dass ich natürlich den Parameter jetzt schön gruppiert hatte, weiß ich, ah, okay, ich möchte bevor die Säge zugewiesen wird, möchte ich das Ganze machen. Und da gehe ich einfach in die Optimierung, in den Sägeparameter und kann mein Befehl da einbauen und muss nicht erstmal schauen, wo muss das Ganze am besten platziert werden. Genau, die Vorgangstabelle sehen wir, der früheste Artikelbedarf, der wird hier reingeschrieben. Und wenn wir jetzt uns die erste Gruppe anschauen, sehen wir, wir haben den Artikel A, der wird in der ersten Gruppe zweimal produziert. Einmal habe ich einen, der kann um 8 Uhr beginnen, einmal habe ich einen, der kann um 15 Uhr beginnen. Aber in beide schreiben wir jetzt diesen frühesten Artikelbedarf rein. Und dadurch, dass ich jetzt diesen frühesten Artikelbedarf in dem nächsten Parameter oder in der Einlastungsregel verwende, kann ich danach sortieren und bekomme für die erste Gruppe die Sequenz ACB, aber für die zweite Gruppe dann eine komplett andere Sequenz BAC. Die dritte Gruppe ist dann CB, da gibt es kein A. Genau, das in der Einlastungsregel, diesen Schlüssel, ich kann den anderen Gruppierungsschlüssel rauswerfen, weil ich die Gruppierung ja schon mit den Eigenschaften ändern gemacht habe. Und ja, als nächsten Schlüssel dann einfach wieder der Artikel, der zuerst beginnen kann, der Vorgang, der zuerst beginnen kann, der soll dann zuerst eingeplant werden. Genau, das Ergebnis vorher, das Ergebnis nachher und wir sehen, die Lücke wurde geschlossen und die Sequenz ist jetzt nicht statisch ABC, sondern die wird dynamisch berechnet. Die kann für jede Gruppe anders aussehen. Und gesamt haben jetzt auch die Säge von 4,83 Tage auf 1,75 Tage reduziert. Genau, aber hier ist es natürlich auch so, die Gruppierung, ich hatte jetzt 2 Tage gewählt, ob die 3 oder 4 Tage gewählt wird, das muss man natürlich schauen, das muss definiert werden. Genau, und das war wieder schrittweise, das heißt von der Grundplanung zum Lackieren und die Säge baut auf das Lackieren auf. Genau, und wenn wir jetzt nochmal schauen, das Ergebnis an sich ist so erstmal okay. Wir sehen allerdings noch, wir haben recht hohe Wartezeit, recht hohe Durchlaufzeit. Das Ganze versuchen wir jetzt nochmal zu reduzieren. Wenn wir uns den Bestandsgraphen, die Bestandsfluktuation der lackierten Artikel, also dem Output aus dem Lackierprozess anschauen, dann sehen wir natürlich, das kann schon irgendwann recht viel werden, weil wir einfach nur eine simple Vorwärtsplanung haben. Ich kann pro Parameter einstellen, vorwärts, rückwärts, kann natürlich auch noch weitere Einstellungen dort machen, aber grundsätzlich wählt man eigentlich immer vorwärts oder rückwärts aus. Und genau, was wir jetzt machen wollen, wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, wir möchten die Sequenz beibehalten, wir möchten allerdings den Lackierprozess nach rechts schieben, so weit wie möglich. Wir möchten aber nicht mehr die Sequenz anpassen. Und dazu habe ich den Parameter einfach erweitert, einen Anpassungsbefehl, Lackieren rückwärts zuweisen. Und wenn wir uns die Struktur hier anschauen, hat dieser Befehl natürlich auch wieder seine eigene Einlastungsregel, Zuweisungsrichtung, Vorgänge filtern. Das heißt, welche Vorgänge möchte ich anschauen? Und wir sehen hier die absolute Einlastungsregel. Das heißt, das Prover soll sich nach meiner Einlastungsregel halten, denn bei der Rückwärtsplanung, die wir jetzt machen werden, könnten Lücken entstehen. Und wir möchten jetzt nicht, dass die von Asprova gefüllt werden, sondern die Sequenz soll beibehalten werden. Wenn Lücken entstehen, dann ist das gewollt, weil wenn wir die jetzt füllen lassen würden, könnte natürlich schon wieder Rüsten entstehen, weil wir die Sequenz anpassen. Das heißt, wir nehmen die derzeitige Endzeit absteigend und nachdem weisen wir das Ganze zu. Bevor der Rückwärtszuweisung, das Ergebnis, was wir eben schon gesehen hatten. Und wenn wir jetzt das Ganze anpassen, wird alles nach rechts geschoben. Die Lücken sind da, wie eben erzählt, aber die möchten wir, weil
möglicherweise könnte dieser Vorgang hier in diese Lücke rein. Das würde dann aber wieder vielleicht zu einem Rüsten führen, was wir nicht möchten. Bestandsgraph nach der Vorwärtsplanung bzw. nach der Optimierung, Bestandsgraph nach dem kompletten Parameter. Das sieht, wir gehen hoch, wir gehen wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Manchmal sind wir sogar komplett auf Null. Dadurch werden die Bestände natürlich reduziert, die Wartezeit natürlich reduziert, aber auch insgesamt die Durchlaufzeit reduziert. Das heißt, wir sehen Durchlaufzeit, Standardplanung über 5 Tage, jetzt 2,5 Tage. Wartezeit 1,82 Tage, jetzt 0,5 Tage. Hier nochmal über 50%, die Durchlaufzeit reduziert, die Wartezeit um fast 75% reduziert. Und genau, in unserem Parameter haben wir insgesamt 5 Zuweisungen, die initiale Sequenz, die Grundplanung, dann das Lackieren basiert auf der Grundplanung, die Säge basiert auf dem Lackieren, das Prüfen habe ich jetzt nicht optimieren geschrieben, weil wir hier nur erste mögliche Startzeit wählen, das heißt, hier haben wir keine bestimmte Sequenz gewählt, sondern einfach, was zuerst kommt, soll zuerst produziert werden und natürlich die 5. Zuweisung, das rückwärts anpassen. Das heißt, die Lackieren wird 3-mal zugewiesen, Sägen 2-mal und das Prüfen auch 2-mal.